So, meine lieben Freunde der gepflegten Unterhaltung, da sind wir wieder. Und ihr seht, da ist Nebel. Oh mein Gott. Was erwartet uns? Wir gehen mal rein und ich sehe schon rote Punkte. Das heißt, oh, Hunde. Wir ziehen mal unser Schwert. Machen Gwen an und helfen. Was jetzt, du Stück Dreck? Genau, du Stück Dreck. Was jetzt? So, sehr gut. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Ist er blind? Nein. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Oh je, das hört sich nicht gut an. Erzähl mir, was passiert ist. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Das klingt ja nicht so gut. Was heißt denn vor allem alle erwischt? Das ganze Dorf aus und wer? Die Sonne ging unter. Oh, oh, oh. Und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam. Die Kröten haben aufgehört zu quaken. Was macht denn das Kind da noch draußen? Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Oh je. Der tut mir schon ziemlich leid, der Kerl. Und es scheint auch die wilde Jagd gewesen zu sein. Was auch immer die hier von Hendrik gewollt haben, ist mir etwas... Der gute alte Hendrik. So, dann schauen wir doch mal, was es hier in dieser Hütte gibt. Oh, ein Sack. Ein Becher. Noch irgendwas? Er wurde gefoltert. Oh je.
Vielleicht haben sie etwas übersehen. Okay, wir sollten erstmal seine Hose durchsuchen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sich jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Okay, vielleicht ist irgendwas in seiner Jacke. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Okay, in den Stiefeln. Bestimmt hat er da was versteckt. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zum Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Okay, das ist interessant. Wir durchsuchen direkt mal mit unseren... Aha, was sehen wir denn da? Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Nun, ein klein wenig eventuell. So, gehen wir doch mal da rein. Okay. Wow. Alchemistenpulver. Okay, das kennen wir ja bereits. Die Tamara. Damit. Interessant. Das ist wirklich interessant. Wir haben einen geheimen Schatz gefunden, meine Freunde. Oh. Okay, was gibt's hier noch? Wow, 102 Kronen. Das ist recht viel. Glaube ich zumindest. So, hier gibt's sonst nichts. Gucken wir doch mal. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht? Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Okay, meint er uns? Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Das Subjekt? Was meint er damit? Das Subjekt? Kampf mit einer Hexe? Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Das ist wirklich interessant. Sind wir damit gemeint? Hat er uns spioniert? Vorsicht ist angebracht. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Ah, Ciri. Darum die Folter. Logisch. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Okay. Mit der Hexe ist bestimmt Yennefer gemeint. Ich war ja fast der Meinung, die meinen uns, aber natürlich Ciri. Das Subjekt. Woo! Stufe 4 erreicht. Ah, liebe Leute. Wir haben was vergessen. Wir haben letztes Mal was vergessen. Einen Punkt zu skillen. Schlau. Okay, dann, führen wir das jetzt fort. Was können wir denn skillen? Moment, ich bin... Okay. So,
Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Das ist interessant. Überlebensinstinkt erhöht die maximale Vitalität um 500. Nicht schlecht, können wir das überhaupt auch schon skillen? Ja. Techniken der Katzenschule. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden der kritischen Treffer um 25 und den Schaden bei schnellen Angriffen um 5. Ah, also umso besser wir quasi mit leichter Rüstung, verstehe, umso besser wir mit leichter Rüstung zurechtkommen, also schneller, gewandter, mehr ausweichen, umso mehr Damage können wir dann auf unsere Waffen quasi packen. Jeder Teil mittlerer schwerer Rüstung erhöht die Zeichenintensität um 5 und die Ausdauerregeneration um 5%. Auch interessant. Techniken der Bärenschule. Jeder Teil schwerer Rüstung erhöht die maximale Vitalität um 5% und den Schaden bei starken Angriffen um 5%. Okay, das ist dann, wenn man mit ganz schweren Rüstungen arbeitet. Armbrustbolzen bewirken 25% mehr Schaden. Adlerauge. Wutkontrolle. Ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig, können Zeichen mit Hilfe von Adrenalinpunkten gewirkt werden. Okay. Erhöht die Adrenalinausschüttung um 5%. Das Wirken von Zeichen setzt Adrenalin frei. Interessant. Fokus. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Erhöht die maximale eigene Vergiftung um 30 Punkte. Also ich würde sagen, was sehr interessant war, war auf jeden Fall das Leben, dass wir nicht so schnell sterben. Und Sonne und Sterne ist eigentlich auch ziemlich gut. 10 Punkte pro Sekunde. Man hat ja gesehen, wir regenerieren gar nicht so schnell. Was natürlich auch nicht schlecht wäre, wäre noch was in schnelle Angriffe zu packen, mit dem wir sehr, sehr häufig arbeiten. Wir könnten natürlich versuchen, einfach nur hier auf noch mehr Damage zu gehen mit schnelleren. Oder wir könnten eigentlich auch erstmal probieren, zum Beispiel dieses hier zu skillen. Mal gucken, ob wir das überhaupt schon können. Ja. Sehr gut. 500 Punkte sind nämlich ziemlich viel. Fällt mir so auf. Und ich glaube, haben wir denn schon leichte Rüstung an? Wir gucken mal ganz kurz. Was für eine Art ist unsere Rüstung? Mittlere Rüstung, okay, das heißt, oh, leichte, wir haben eine leichte Hose, ja, eine leichte Hose bis jetzt. Ich würde auch vorschlagen generell, dass wir auf leichte Rüstung gehen, dann kriegen wir zwar bei Treffern mehr ab, aber machen deutlich mehr Schaden. Oder wir werden das erst in der nahen Zukunft spezialisieren und machen tatsächlich jetzt erstmal noch ein bisschen was hier auf Muskelgedächtnis und verbessern einfach diesen Skill. Ja. Das ist wohl, glaube ich, mit einer so der besten Alternativen. Ermöglicht das Herstellen und Konsumieren von Trexatränken. Okay. Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von Tränken um 1% Wirkungsdauer des Tranks. Okay, das ist jetzt im Moment nicht so interessant. Mit Zeichen wäre, finde ich, im Moment nur der Schutzzauber interessant. Quen, den nutze ich am häufigsten. Quen Schild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Ah, okay, aber das ist auch nicht so interessant. Wir nehmen jetzt einfach mal den Damage und dann geht's weiter. So, wir haben keine Punkte mehr zu verbrauchen. Alles klar. Vitalität haben wir jetzt 3800. Um 500 erhöht. Sehr, sehr gut. Ja. Okay. Wir sollten uns trotzdem darum kümmern, dass wir sind. Tada! So, neue Quest Hexenjagd. Wir haben die Quest abgeschlossen. Alles klar. Begib dich zur Burg des Barons. Haben wir nicht auch noch hier in der Nähe irgendwo eine Nebenquest? Wildes Herz wählen. Während Geralt durch das schattige Dorf Schwarzzweig streifte, stieß er auf eine Nachricht. Darin hieß es, dass ein Jäger namens Nilen Hilfe bei der Suche nach seiner Frau brauchte, die vor einigen Tagen im nahen Wald verschwunden war. Da sich Geralt bereits als Retter fühlte, wollte er bei der Sache nach der Frau helfen. Wo war das? Okay, das Schwarzzweig. Nehmen wir mal das und gucken. Bei Level 7 ist doch noch okay. Vor allem sind wir erst Level 4 und haben doch schon recht hohe Quests. Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen was verpasst habe oder zu wenig Nebenquests in bestimmten Gebieten gemacht habe. Wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, wäre das absolut super.
wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe. Gut, aber wir haben hier nichts mehr. Finden hier nichts mehr, dann gehen wir mal raus. Und wir können am besten auch schnell reisen, wenn wir jetzt schon die Möglichkeit haben. Und zwar... Achso, wir müssen hier runter. Ja, dann ist Schnellreisen natürlich nicht so von Vorteil. Dann würde ich sagen, benutzen wir unser Plätzchen. So, Plätzchen. Da unten kommt er. Alles klar. Beweg dich! Ach, sei doch nicht so fies, du Plätzchen. Er ist immer für dich da. Mann, Mann, Mann. Aha, aha. Siehst du? Kaum schimpfst du und schon läuft er gegen den Zaun. Oh Gott. Das, mein Gott. Jedes Mal, wenn ich mir die schöne Umgebung anschaue, stehen dann plötzlich Level 7 Deserteure vor mir. Und ich bin Level 4. Wieso? What? Und die sind gar nicht wenig. Aber ich muss... Ich muss sie töten. Okay, Quentzeichen drin, das scheint ganz gut. Okay, dann versuchen wir mal, was wir damit, was wir da reißen können. Oh Gott, wie viele sind das denn? Die werden auch auf mich schießen. Wie mache ich das am besten? Ich muss die irgendwie hinter dem Haus... Am besten wäre natürlich, wenn ich... Lass ihn nicht zu Atem kommen! Wieso kommt ihr nicht? Ich will nicht zu euch gehen. Das ist ja genau mein Problem. Mann. Ah. Ich spring dich um. Wow. Scheiß. Wow. Der Gewinn und bin. So, noch kurz Kammer machen. Du Dreckshexer! Ja, da guckst du doof, hä? Da guckst du, wie du guckst. Kommt einzeln, meine Freunde. Dann schnapp ich mir euch. Okay. Es sind aber doch nur 4, wenn ich nicht ganz täusche. Zieh mal bitte wieder dein Schwert, danke. Das ist nicht dein Tag. Okay. Der Drecksknecht verflucht uns! Netzelt euch, meine Freunde. Und Quen? Ach, jetzt bist du dran. Scheiß bin ich. Das mal wir, meine Freunde. Muss Quen anmachen? Zack. Da habe ich euch, würde ich sagen. Okay, dann gucken wir nochmal, was die so bei sich hatten. Wolfsfell und ein Handbeil. Rehhaut und ein Handbeil. Gebratenes Fleisch. Ja, das ist immer gut. Wir brauchen relativ viel. Haben wir irgendwas verpasst? Ach, da liegt noch einer. Gegrilltes Hühnerbein. Die haben alle Handbeile und Essen dabei. So, sprich mit dem Jäger namens Nielen. Das ist Nielen? Nee, das ist mein Lederbänder und ein kleiner Knüppel. Und mein Schwert ist schon wieder komplett im Eimer. Kann ich nicht... Moment, ich muss mal gucken, ob ich nicht ein anderes benutzen kann. Oder zumindest gucken, wie viel... Okay, 40% hat es noch und das andere nur noch 7, mein Silberschwert. Das mit 40% könnte ich zum Beispiel hier austauschen gegen eins von dem. Oder mal mit einem Knüppel zu hauen. Das wäre doch auch mal interessant. Oder mit einem... Oh, oh. So sieht's nämlich jetzt aus, meine Freunde. Passt mal auf. Ja, zur Not hätte ich hier auch nochmal einen Handball, wenn unseres kaputt gehen würde. Supi. Okay. So, Ziegenhaut, Rehhaut, Schema Jägerhose. Okay, die haben wir sowieso schon. Manuskriptseite Albedo. Weiß ich nicht, was ein Albedo ist. Und ein Nilfgaardsches Langschwert. Das ist natürlich super.
hat sich das mit unserem Beil auch eigentlich schon fast wieder erledigt. Wir gucken doch mal, das ist dieses hier. Okay, es macht aber nicht so besonders viel Schaden. Da halten wir nochmal unser Beil so lange. Das scheint ziemlich gut. So. Was gibt es denn hier noch Nettes drin? Irgendwelche Alchemie-Materialien vielleicht? Das sah irgendwie eher aus für mich wie Geld, deswegen wollte ich das einfach mal stehlen. Interessant. Was gibt's denn hier? Gehärtetes Leder. Das ist sehr gut. Kann ich das schon... Ist es was jetzt schon zum Anziehen oder kann ich das verarbeiten? Na, anscheinend. Das ist zum Verarbeiten. Ja. So. Sehr gut. Oh, und eine Kiste. Eine Kerze. Nehmen wir mal mit. Alles klar. Hier gibt es nichts mehr. Aha. Nichts mehr für uns. Und dann geht's mal weiter. Muss ich mal platzieren. Wo müssen wir denn ungefähr hin? Okay, gar nicht so weit. Können wir eigentlich fast hinrennen. Können wir auf dem Weg noch eventuell was aufnehmen? Schwarzzweig. Ja, ich habe auch schon mal ziemlich viele Hüpfer mit so einem Stein hinbekommen. Bin ich ganz stolz auf mich. So. Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte. Was gibt's, Meister Hexer? Diese Monster, die sich dort herumtreiben. Ja, aber er hat teuer für diese Geschenke bezahlt. Ihm fehlt das linke Ohr. Eine Pocke für jeden, wenn das stimmt. Bitte was? Kauderwelsch oder so? Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn du den Arsch versorgt. Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? So, deine Frau ist verschwunden? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Oh, hast du nicht nach ihr gesucht? Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. Habt ihr nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Okay. Dann werde ich mal nach ihr suchen. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Alles klar. Die werden wir finden. Und ich hoffe, ihr seid auch dann das nächste Mal wieder dabei seid, wenn wir sie finden werden in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.